Ihr wisst, ich liebe meinen Prusa Mini, weil ich den einfach packen kann, ins Auto schmeißen und dann irgendwo, wo ich ankomme, zum Beispiel im Lager in Deutschland oder bei meinen Eltern, auspacke, hinstelle und direkt losdrucken kann, ohne das Teil neu kalibrieren zu können. Was ihr aber nicht wisst, ist, dass das Teil ein echtes ABS-Biest ist. Ihr seht, ich habe hier schon KVP-ABS stehen und das nicht aus irgendeinem Grund. Ich habe nämlich schon vom ersten Tag an mit dem Prusa Mini die Teile für den Voron 2.2 gedruckt. Damals hatte ich das Ganze noch einfach unter eine Kiste gepackt. Später hatte ich ihn dann im Altschrank-Closure stehen und habe dann damit Teile für den Voron Zero gedruckt. Und mittlerweile, wie ihr sehen könnt, steht er in dem Prusa Mini Enclosure. Und was ich an dem Teil gut finde und was ich an dem Teil nicht so gut finde, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de. Und es gibt einen kleinen Disclaimer. Es hat mich auch überrascht, aber Prusa hat mir das Teil zur Verfügung gestellt. Also das Enclosure, nicht den Drucker. Den Drucker habe ich schon seit 4 Jahren. Aber ich war sehr überrascht, dass Prusa überhaupt einem was zur Verfügung stellt. Ich sage aber auch gleich, das Ding kostet regulär 150 Euro, wenn man den Rabattcode als Mini-Besitzer entsprechend noch einlöst. Das heißt, es gab einen Rabattcode per E-Mail, den man zugesendet bekommen hat als Käufer des Prusa Mini, des offiziellen Prusa Mini, den man dann auf der Webseite einlösen kann und dann hat das Ding nur 150 Euro gekostet. Ich habe jetzt nochmal zusätzlich, wie ihr sehen könnt, nachträglich die LED-Leisten eingebaut. Ich habe die mir nochmal bestellt und habe die nochmal nachträglich eingebaut. Das heißt also, die sind nicht von Prusa gesponsert. Prusa kriegt das Video nicht vor euch zu sehen. Die haben auch keinen Einfluss darauf, wie jedes andere Video auch. Ihr kennt das Prozedere mittlerweile, ja? Von daher ist auch kein weiteres Geld geflossen. Und wir beginnen jetzt erstmal, wie kommt denn das Ultra Enclosure überhaupt hierher? Ihr wart beim Unboxing mit Sicherheit mit dabei. Ich habe das alles mal schön ausgepackt und habe es euch gezeigt im Livestream. Und danach, nach dem Livestream, haben wir nochmal mit ein paar Leuten im Discord das Ding einfach mal zusammengebaut. Der Aufbau ist auch mit einer schönen Anleitung auf prusa3d.com natürlich Prusa-üblich eigentlich fast perfekt und einfach. Ja? Also ihr habt eine wirklich sehr detaillierte Anleitung und ich weiß, ich habe das Video von Mbox zum Prusa Enclosure für den MK4 gesehen und da hat er noch gesagt gehabt, es wäre schön, wenn Prusa halt an die jeweiligen Stellen, wo das Upgrade halt reingehört, wie jetzt zum Beispiel das LED-Upgrade, wenn ihr an die Stellen direkt entweder einen Verweis oder aber auch die Montage von diesem Upgrade entsprechend einbaut. Und Prusa hat gehört und hat die Anleitung angepasst, zumindest mal beim Prusa Mini Enclosure. Da ist nämlich jetzt entsprechend an der richtigen Stelle dann, wenn ihr das Gehäuse zusammenbaut, direkt der Verweis oder beziehungsweise direkt die Montage von den LED-Stripes oder auch von der Filteranlage oder von der Feuerlöschanlage etc., was ihr alles an Upgrades mittlerweile bekommt, alles bis ins kleinste Detail erklärt. Das ist wirklich kinderleicht erklärt mit Pfeilen da drauf, wo was gemacht werden muss, wo die einzelnen Ersatzteile vorher gezeigt werden oder die einzelnen Bauteile gezeigt werden, die ihr einbauen müsst. Ihr kennt das Ganze. Und wenn ihr dann mal nicht weiterkommt, habt ihr einen 24/7 Chat-Support in 7 Sprachen oder halt aber auch einen E-Mail-Support. Da dauert es dann mal 2 bis 3 Tage, aber dann kann es auch mal gut sein, dass ihr eine Antwort sonntags bekommt. Ihr kennt das Level an Support, was Prusa anbietet. Das hat sonst keiner in der Industrie, das brauche ich euch nicht mehr zu sagen. Aber insgesamt ist das schon eine ganz coole Geschichte. Wenn man dann nochmal die Möglichkeit hat, sogar nochmal zu upgraden, wird das Ganze nochmal besser. Und wenn man dann mit der Zeit merkt, okay, ich brauche nochmal das und das, kann man sich vielleicht sogar selbst was einfallen lassen. Und insgesamt kommt es einfach in einer ganz normalen Versandverpackung, gut verpackt, schön gepolstert, damit dieses wunderbar schöne, ein Galaxy Black PLA vom Prusa Mint anmutende, wie heißt das, pulverbeschichtete Metall, auch nicht verkratzt und das ist auch wirklich wunderbar. Also da ist kein einziger Kratzer drin, wenn das hier ankommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Plexiglasfolien sind nochmal mit einer Folie beschichtet, ist also auch wunderbar gelöst. Man hat nochmal hier so einen Sensor mit dabei und nochmal ein kleines Paket mit Schrauben etc. Alles, was man braucht, um dann das Ding zusammenzubauen. Und that's it. Damit wird das geliefert. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video.
Aufbauen von dem Teil braucht man jetzt nicht wirklich unbedingt lange. Ich habe jetzt, als ich mit den Leuten im Discord das Ganze aufgebaut habe, 2 Stunden gebraucht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ständig mit denen geredet, habe zwischendrin Pausen gemacht, habe nochmal die Kamera umgebaut, habe das Licht nochmal umgebaut, damit die Ausleuchtung nochmal ein bisschen besser ist, habe geguckt, dass der Fokus stimmt und alles drum und dran. Das habt ihr natürlich nicht. Und ich habe insgesamt grob knappe 2 Stunden gebraucht. Ja? Das heißt also, wenn ihr euch ein bisschen ins Zeug legt und da nicht die Kamera hin und her stellen müsst für ein Video, so wie ich, dann kommt ihr da mit Sicherheit mit einer Dreiviertelstunde, Stunde hin, dass ihr das Ding zusammengebaut habt, wenn ihr nicht gerade 2 linke Hände habt. Ja? Von daher ist das schon eine recht einfache Nummer. Und ja, ich habe im Discord, ich gebe es zu, ich habe auch erst die Griffe hier oben, die an der Seite sind, erst unten eingebaut, beziehungsweise die Glasplatte, bis dann irgendwann im Discord einer Maggie gemacht hat und ich gemerkt habe, oh ja, stimmt, die Griffe kommen oben hin. Ja, das verwechselt man ganz einfach, weil hier unten auch solche Aussparungen sind, wo die Griffe dran passen. Das ist dann dieser Nupsi hier. Den kann man natürlich dann auch unten so entsprechend dran montieren. Das fällt einem erstmal so nicht auf. Die Verschraubungen passen auch da drauf, weil das oben und unten im Prinzip gleich ist. Deswegen passt da ein bisschen auf, wenn ihr es zusammenbaut. Das kann natürlich eine Stolperfalle sein. Ihr seht schon, ich habe hier so einen gedruckten Griff in der Hand. Ihr habt natürlich auch noch ein paar gedruckte Teile dabei, beziehungsweise ihr könnt so ein paar Teile drucken für das Teil. Zum einen originale Teile, falls ein Teil kaputt gehen sollte, aber auch Upgrades. Und Upgrades habe ich auch jede Menge gedruckt, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Wenn ihr das ganze Teil aufgebaut habt, ist natürlich erstmal die Frage, okay, wie kommen wir denn jetzt da entsprechend den Drucker rein? Wie schwer ist das? Und ich kann euch einfach sagen, nach hinten drehen, dass die Z-Achse quasi horizontal zum Boden ist, einfach reinschieben, hochdrehen, fertig. Mehr ist es nicht. Ja, es ist relativ einfach. Vielleicht noch mal ein bisschen drehen. Und als Tipp, ihr seht, ich habe hier entsprechend den Filamentspulenhalter schon draußen, da kommen wir gleich noch mal drauf. Wenn der drin montiert ist, macht das Teil hier einfach ab. Macht die Spule natürlich logischerweise ab und dann kommt ihr da auch mit dem Drucker wunderbar rein. Ansonsten tut ihr euch echt schwer, wenn die Spule drin hängt, macht keinen Spaß, weil das Ding braucht halt einfach Platz da oben drin. Deswegen habe ich es auch draußen hängen. Und das hat auch noch einen anderen Grund. Ich habe mir nämlich hier einen neuen Griff gedruckt. Das hier ist der, der glaube ich dabei war und ich habe mir einen neuen gedruckt, den ich ganz einfach mit einem PTFE-Schlauch von außen nach innen direkt an den Drucker verlegen kann. Das heißt also, am Drucker ist direkt ein PTFE-Schlauch angeschlossen, mit dem ich von außen dann das Filament zuführen kann. Und das ist wirklich komfortabel. Wenn das Ding drin ist, wenn der Drucker drin steht und man nur diesen kleinen Nupsi da vorne drin hat am Extruder, dann versucht man das so irgendwie mit dem bisschen Platz, was man drin hat, irgendwie in diesen Extruder einzuführen, damit der Sensor erkennt, ich habe jetzt da den IFS von Bontech drin, ja, ihr wisst, ihr habt das Video gesehen, dass der irgendwie dann entsprechend das Filament, dass man irgendwie das Filament in den Extruder reinbekommt, damit das Ding dann das Filament laden kann. Das ist auf die Art und Weise deutlich einfacher, weil ich hier außen einen Zugang habe, einfach ein Loch habe, wo ich nochmal so eine Plastikkupplung reinpacken kann, damit das auch wirklich schön ordentlich hält und nicht einfach vor und zurück rutscht. Und dann kann ich von außen das Filament zuführen und das ist wirklich, muss ich sagen, das war schon vom ersten Moment an, wo ich das eingebaut habe, so ein, ja, endlich, geil. Von daher, Pusha, vielleicht wäre es ganz cool, wenn ihr bei diesen Griffen gleich diese, wie heißt das, diese Öffnung mit einplant und da nochmal so eine Kupplung mit dabei legt, damit man direkt mit einem PTFE-Schlauch von außen das Ganze befüllen kann. Ich weiß, es hat auch Vorteile, wenn die Filamentrolle innen liegt, weil das dann so ein bisschen als Trockner genutzt werden kann. Aber ich sag ganz ehrlich, bei einem 180x180 großen Druckbett und so einer Düse entsprechend, da entsteht jetzt nicht wirklich die Hitze, mit der man mal eine Rolle ABS oder PLA oder was auch immer entsprechend genügend aufheizen kann, dass die trocken wird. Das ist einfach so, ja. Und dann verwende ich lieber so eine Lösung hier, wie so eine Filament-Storage-Box, wo ich ein Silica-Bag reinpacken kann, wo ich direkt aus der Vakuumverpackung das Ding hier reinpacke, zumache und über den PTFE-Schlauch direkt raus in den Drucker gehe. Das ist viel sinnvoller, sowas zu machen. Oder aber auch, ich schiebe das mal zur Seite, ich nutze einfach den ganz normalen mitgelieferten, na, jetzt habe ich ihn hier,
entsprechend ein bisschen verschoben, den ganz normal mitgelieferten Prusa Mini Spulenhalter. Ja, ihr kennt das Ding, jeder, der einen Prusa Mini hat, hat auch diesen Spulenhalter, der ist Kugel gelagert, ist also kein Vergleich in Bezug auf das Teil, was da an der Seite dran hängt. Nicht, dass das schlecht wäre, das ist gut, ja. Aber Kugel gelagert ist natürlich immer noch mal eine Nummer besser, finde ich. Und das kann ich also jedem nur empfehlen, dass ihr euch da mal überlegt, das auf jeden Fall als erstes Upgrade zu drucken. Das zweite Upgrade, was ich gedruckt habe, sind Kabelklipse. Ich habe mir solche kleinen Kabelklipse hier gedruckt. Damit ich quasi mit einer M36-Schraube durch das Gehäuse hier in das Plastik quasi reinschneide, um dann hier die ganzen Kabel oben und unten einzuklipsen. Bei der Variante hier, muss ich sagen, bereue ich so ein bisschen, dass ich die jetzt gedruckt habe, weil hier dieser Durchgang ein bisschen eng ist. Also wenn ich jetzt gerade das USB-Kabel, was hier vorne ist, wo man entsprechend dann den USB-Stick nicht mehr im Drucker ansteckt, sondern halt vorne am Gehäuse, was echt eine Wohltat ist, ja. Aber dafür ist hier der Clips, der Durchgang, einfach zu dünn. Da gibt es unterschiedliche, ich packe euch ein paar Links unten in die Videobeschreibung, da gibt es auch ganze Kabelkanäle, die man sich drucken kann. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay, sei es drum. Und insgesamt muss ich sagen, ist das schon eine ganz gute Lösung. Nur man muss sich überlegen, ob man die Öffnung hier nochmal ein bisschen aufknipst, damit da auch dickere Kabel reinpassen, ja? Ansonsten kann ich nur sagen, die Nupsis von der Acrylplatte raus, eine Schraube durch und die dann hier reindremeln, funktioniert wunderbar. Ich habe jetzt damit das Kabel von der USB-Kamera, von der Logitech C270 verlegt, die ich auch nochmal mit einem gedruckten Mount im Gehäuse hier an der Seite vorne da an der Seite entsprechend befestigt habe. Das heißt also, die guckt direkt von dem Winkel hier aus oben drauf auf das Druckbett. Funktioniert wunderbar. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr kein Prusa Connect nutzt. Ihr wisst, mit Prusa Connect funktioniert die USB-Kamera nicht. Deswegen, da gibt es auch Upgrades, wo ihr nochmal ein Raspberry Pi-Gehäuse draußen dran montieren könnt. Es gibt Upgrades, wo man nochmal eine Filamentspule oben an die Schräge dran montieren kann. Es gibt ein Upgrade für das Prusa Enclosure, für den MK4, wo man nochmal die Druckbetten an der Seite nochmal dran schrauben kann. Ähnlich wie ich es beim IK1C gemacht habe, dass ich da an der Seite dann entsprechend die Druckplatten montieren kann. Gibt es alles. Ich packe euch Links, wie gesagt, zu ein paar Upgrades unten in die Videobeschreibung. Das sind jetzt erstmal die ersten drei Upgrades, die für mich wirklich Sinn ergeben haben, wo ich gesagt habe, okay, da drückt mein Schuh am meisten. Das möchte ich gerne für mich jetzt nochmal umsetzen. Das nächste Upgrade, was ich mir drucken werde, ist für die Öffnung, die hinten zentral in der Acrylscheibe ist. Ganz einfach, da kann man so Einsätze kann man rausbrechen und da werde ich mir dann nochmal so einen Einsatz drucken, mit dem ich quasi die Kabel nicht von unten durchpacken kann, sondern halt die Stromkabel und das Netzwerkkabel von hinten durch die Scheibe durch und dann wie bei dem Alveo 3D Enclosure einfach so eine Klappe, die dann runterfährt, damit das Ganze relativ dicht ist. Kommen wir mal zum Punkt Dichtigkeit. Ihr seht schon, das merkt man auch gleich beim Aufbau, das ist eigentlich ein gewalztes Blech, was dann halt entsprechend nochmal pulverbeschichtet ist. Das heißt also, es ist glatt, ist ausgelasert oder ausgeschnitten mit dem Wasserschneider oder wie auch immer. Und dann wird das so umgekantet und dann hat man halt durch diese Bauform oben irgendwo an den Ecken Schlitzen drin. Auch an der Tür und sowas in Richtung könnte man sich überlegen, nochmal, so wie beim Voron zum Beispiel, mal so eine Samtdichtung nochmal dran zu packen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal passieren bei mir, dass man einfach das Gehäuse nochmal Schritt für Schritt abdichtet, dass da also nichts mehr klappert, wobei das tut es eigentlich nicht in dem Sinne, es ist schon recht leise das Gehäuse, aber dass da auf jeden Fall keine Hitze entweicht. Gerade diese Schlitze, die an den Ecken entstehen, sollte man sich überlegen nochmal abzudichten, wenn man möchte, dass noch mehr Wärme drin bleibt. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, aber bis jetzt muss ich sagen, ich kriege das Ding auf ungefähr 38 Grad aufgeheizt und die Luftfeuchtigkeit von knapp 60% auf irgendwas um die 30%, 35% irgendwie runtergedrückt. Das reicht aus, um wunderbar ABS-Teile zu drucken, wie zum Beispiel mal dieses Teil hier. Ich habe hier hinten noch ein paar mehr, die ich damit gedruckt habe. Ich habe da hinten noch viel mehr rumliegen, wie zum Beispiel auch sowas hier von der Unoriginal Drybox. Das war jetzt ein Versuch, der ist nicht ganz so doll geworden, weil mir das hier vorne nicht ganz gefällt, weil ich da die Settings noch nicht richtig habe, aber sei es drum, ja. Das ist auch nicht die Farbe, in der ich das drucken möchte. Ich möchte das eigentlich in einem Neongelb drucken, wie die MMU, aber sei es drum. Ihr seht schon, auch größere Teile wie das hier funktionieren wunderbar. Da hat man entweder gar kein Warping oder so gut wie kein Warping. Ich habe da hinten an der Wand ein Whiteboard, was ich mit solchen Halterungen, mit so ähnlichen Halterungen an der Wand befestigt habe. Die habe ich im gleichen Material gedruckt, da warpt gar nichts. Das ist einfach wunderschön gedruckt. Auch sowas hier lässt sich wunderbar drucken, wie man einfach sieht. Das ist jetzt so ein Teil, mit dem man quasi, wenn ich es dann mal fertig zusammengebaut bekomme, mit dem man Miniaturen quasi einklemmen kann, um die dann natürlich so zu bemalen. Ihr merkt schon hier unten, ich habe das noch nicht richtig festgeschraubt.
da fällt schon so ein Teil raus, ist alles ABS. Bis auf das Weiße habe ich das alles mit Mini gedruckt und ist auch alles soweit ganz gut rausgekommen, muss ich ganz einfach sagen. Macht echt Spaß und das ist auch das, was ich beim Boron 2.2 gemerkt habe. Die ganzen roten Akzentteile, ihr kennt den Drucker, ja, sind alle auf diesem Gerät gedruckt. Ja, das heißt also, er ist ABS-druckfähig. Und das ist so eine schöne Sache beim Prusa Mini, wenn sich immer alle über den Preis beschweren und dann den A1 Mini von Bamboo oder den Ender 2 von Creality im Vergleich nehmen. Ja, aber mit den Druckern kann ich halt kein ABS, ASA oder solche Materialien drucken. Ganz einfach, ich kann die Drucker nicht in ein Gehäuse stellen wie den Mini. Der Mini hat halt ein externes Netzteil, was ich anschließen kann. Das kann ich jetzt in dem Fall recht einfach nach außen legen. Und beim A1 Mini empfiehlt der Hersteller, also Bamboo Lab sogar, auf keinen Fall das Gerät in ein Gehäuse zu stellen, weil dafür der Drucker und die Elektronik nicht ausgelegt ist. Das ist schade. Und das macht halt gerade den Vorteil beim Prusa Mini aus, wenn man es in so ein Enclosure packt, dass man dann sagt, okay, der kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich kann dann halt mit diesem kleinen mobilen Drucker auch viel mehr Materialien drucken. Das gibt mir persönlich nochmal einen Mehrwert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich geil. Ja, weil wenn drüben die anderen Drucker alle ausgelastet sind, ich aber unbedingt nochmal einen Teil im Prototyp oder irgendwas in Richtung in ABS drucken möchte, habe ich da nochmal ein Gerät, was ich zur Not auch noch davon benutzen kann. Und das ist insgesamt ziemlich cool. Und ich muss sagen, ich mag das ganze Teil. Das wird jetzt öfters hier hinten im Stream stehen, beziehungsweise es bleibt erstmal eine Zeit lang da stehen, weil ich einfach finde, das gehört auch ein bisschen in den Hintergrund rein und es sieht auch gut aus. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen, vielen lieben Dank an Prusa, dass ihr mir das Gehäuse zukommen habt lassen. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meine Unterstützer auf Patreon und hier auf YouTube, dass ihr den Kanal finanziell unterstützt. Und vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao. Many hours, cruise so many.